Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sirch hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Advance Wars Duel Strike. Weiter geht's. Und jetzt warte mal, die Pipe Runner freigeschaltet, die komische Einheit, die super schnell auf diesen Pipes eben halt sich bewegt. Den Candy war wieder nervig, die hat viermal Urban Blight oder so gemacht. Ja, Candy. Und heute spielen wir gegen Jagger und Zack. AK Call. Mission 18. Wenn die ein Stück mehr überquert haben, müsste das die Rotfelswüste sein. Es kann gut sein, dass wir dort Stützpunkte des Gegners vorfinden. Oh, ich muss mal kurz nachschauen, wann die nächste Mission kommt mit dem Lab. Schon wieder vergessen. Sorry. Mission 22. Okay. Noch Mission 22. Oder? Nein, wir werden auf jeden Fall. Wir werden es sehen. Um den Fall Boss übrigens freizuspielen, muss man es auf schwer schaffen. Alle anderen Charaktere kriegt man so. Um den Fall Boss zu bekommen, musst du es auf schwer schaffen. Sehe ich hier gerade. Und mit diesen Cringe-Modes schaltet man die alten Charaktere frei. Edda, Fleck, Flash, Hawk. Den Cringe-Modes zeige ich euch natürlich auch noch. Mit Touchscreen. Real-Time-Battle. Naja. Gut. Sorry, dass ich so unprofessionell bin. Hätte ich vor ein paar nachschauen sollen. Doch zunächst müssen wir die Festung mehr zerstören. Eine Festung. Die sieht sehr solide aus. Ob wir die wohl bezwingen können? Colin, lass sie nicht so hängen. Rachel hat bestimmt schon einen Plan. Und ab. Er ist zwar geheim, aber wir werden eine neue Einheit hinzugewinnen. Na? Was kommt? Handkampfbomber oder? Flugzeugträger. Beides Meme-Einheiten, die sehr situativ und eigentlich kacke sind. Neue Einheit? Was für eine? Das ist Panzer, das sind bestimmt Panzer. Ja, die haben wir schon alle. Anti-Tank gibt's erst in Days of Ruin, sorry. Im nächsten Advance Wars. Meine Güte! Was sollen wir denn mit den Panzern davor sehen? Ach so. Es sind zwar zwei verschiedene Einheiten, die neu dazugekommen sind. Ja, da war Jake kurz Andy. Flugzeugträger, die Flugeinheiten als Fracht laden können. Und Tankerbeine! Damit haben wir alle Einheiten im Spiel. Es gibt zwar noch eine besondere Einheit, aber die hat nur Black Hole. Und Zahn kann man in die Lage sind, sich zu tarnen. Zahn? Weitere Einzelheiten kann ich euch später noch verraten. Ihr erfährt es später. Jetzt wollen wir erstmal aufbrechen. What? So viele Einheiten? Ah, komplex. Das Meer. Ich weiß noch, als ich damals in der Karibik... ja. Lass das, bitte. Es ist War. Und keine Zeit für so Scheiße, Sensei. So, Rachel, wo sind denn nun unsere neuen Einheiten? Moment. Dort, da sind sie. Scheinen wir den Tarnkappen on board. Ja, Flugzeugträger. Mal gucken, was du sagst. Lang nicht benutzt, werden Competitive Play kaum verwendet. Gucken wir mal. Dort, da sind unsere neuen Seeeinheiten, die Flugzeugträger. Wie gesagt, sie können Flugzeuge als Fracht aufnehmen. Ja, alle. Nicht nur Helis. Und auf den Flugzeugträger befinden sich Kommandantin Rachel. Gegnerische Einheiten nähern sich uns. Ja, wir sind schon festgesetzt. Damit wir haben keine Wahl, wir greifen an. Ich erkläre euch die weiteren Details, während wir in der Schlacht sind. Die Mission wird in zwei Fronten... hier muss wieder... brauche ich wieder den Double Screen. Na gut. Diese Mission wird in zwei Fronten gefochten. Seht auf der oberen Bildschirm. Zwei Fronten sind Luft. Die erste auf dem Touchscreen. Ich mag das nicht mit der Luftscheiße da. Vorhin sieht wieder so aus wie beim ersten Mal. Kreativität? Gar nicht für jeden. Intelligent System, was soll das? Sieht genauso aus wie beim letzten Mal. Absolut schlecht gemacht. Ja, muss ich einfach sagen, wenn es so ist, ne? Wir sollen uns aufteilen und hier einen Commander an die Front befliegen lassen. Wie neulich, als wir die fliegende Festung angerufen haben. Oh Mann, wo ist der Igel? Für den Hard-Mod-Spiel. Da hätte ich Igel.
Wir schicken Flugeinheiten nach oben und attackieren die Festung. Schaut unbedingt die Streams zu der Hard Mode. Das ist ein ganz anderes Gameplay. Guckt's nach. Ich werde es in die Playlist packen. Prr, ich kann kotzen, Leute. Das ist ziemlich doof. Oh, Black Bomb haben sie oben auch. Ich kotze im Strahl. Das macht keinen Spaß. So fucking unfair. Meine Fresse, ist das zum Kotzen. Und natürlich. Natürlich. Der Bot steuert da oben was. Gut, ich lass erstmal so. Boah, es wird sau schwer. Auf die Bots kannst du dich nicht verlassen. Was haben wir denn hier drin? Handkappenbomber, der ist übrigens richtig viel Geld wert. Wie viel weiß ich gar nicht mehr. 26.000? Wir werden es rausfinden. Der ist 30.000 wert. Teuerste Einheit im Spiel. Guck dir die Range an. Mit Kit noch ein Feld mehr. Wenn Kit die Gabe aktiviert, die Supergabe, zwei Felder mehr bis hier. Größte Reichweite im Spiel. Jake kriegt, glaube ich, nur bei Landeinheiten den Buff. Aber die können nur Flugzeuge abschießen. Flugzeug abschießen und Flugzeug tragen. Was denn für eine riesige Mission? Kann man vergleichen mit Great Sea Battle. Ist das Great Sea Battle von Advanced aus Dual Strike? Boah, wie viele Tarnkampenbomber. Wenn die hätten, ne? Die sind richtig stark. Und nur Jäger können die besiegen. Jäger und andere Tarnkampenbomber. Mit einem Flak kannst du ihn nicht vor ihm holen. Uncontested. Das heißt, wir müssen die Flugzeugträger befreien und dann die Tarnkampenbomber nach oben schicken. Das ist mein Gameplan. Wir kämpfen gegen Zack, I guess? Die können ja nicht mal hier was bauen. Wir können was bauen. Ja, ist doch voll einfach dann die Mission, oder nicht? Ja, die Mission ist ja so einfach, oder nicht? Hä? Sehe ich hier was nicht? Mann, das Spiel ist viel zu einfach. Na gut, wir nehmen mal dann Max. Schon wieder Max. Oder Grimm. Können die denn besiegt werden, ja, die Flugzeugträger von Kreuzern auf jeden Fall nicht. Ach, wenn wir nur Kit hätten. Wenn wir nur Kit hätten. Wir müssen auf jeden Fall jemanden nehmen, der mehr Angriff hat. Ebene gibt's gar nicht. Jake fällt schon mal weg. Können wir wieder die liebe Rachel nehmen. Ich weiß nicht, Rachel. Ich glaube, Max nehmen wir da oben wieder. Das hat er eigentlich ganz gut gemacht beim letzten Mal. Sensei ist nur gut mit Battlecopter. Wir haben einen Battlecopter, zwei Stück. Fair enough. Wir haben aber keinen Flugplatz. Also fällt Sensei für mich auch weg. Soll ich schon wieder Grimm nehmen? Colin? Ach, Colin ist aber so schwach. Ja, Colin fällt auch weg, wenn man zu viele Pre-Deployed-Einheiten hat. Sascha wäre eine Möglichkeit. Oder wieder Grimm. Ich hab so Bock auf Grimm schon wieder. Komm, Hardmode nehme ich den sowieso nicht. Guck dir Hardmode bitte. Max ist jetzt oben, ne? Nehmen wir wieder Grimm. Warum tue ich mir das an? Warum nehme ich diesen Dreckscharakter immer? Ja, so schlecht. Na gut. Ich würde den so gerne Defense geben, aber es ist halt gecheased. Das Spiel ist leicht genug. Gut, los geht's. Ist oben. Mission 18. Jippa, jetzt gibt's wieder auf Nuss. Und ich werde die blöde Festung zu Einsturz bringen. Ja, brauchen wir die Jäger überhaupt? Oder wollen wir die alle hochschmeißen? Ich meine, hier sind ein paar Einheiten, ja. Müssen wir mal leben, ne? Das eine wieder dieser Mission. Komm, Tower, den will ich haben. Der wäre fantastisch. Da sind noch mehr Komm, Tower. Ganz ehrlich. Den nehmen wir noch hin. Jetzt bloß, bei Grimm ist immer das Problem, du darfst keinen einzigen Fehler machen, kein Missplay. Dann hast du verloren direkt.
Was macht denn die Artillerie da unten? Ist doch egal, oder? Oh, die ist komplett Latte. Latte Macchiato ist die. Ihr merkt, ich mag ihn irgendwie, ne, Grimm? Ich mag ihn wirklich. Aber er ist wirklich nicht schlecht. Also, er ist wirklich schlecht in Competitive Play. Wir spielen jetzt aber gegen Zack, oder wer ist da unten? Ne, Jugger ist da unten, oder wie? Zack ist oben? Ist ja noch ein Fahrt an. Bei Jugger kann ja gar nichts. So, was machen wir hier denn? Die Scheißdinger mache ich auch noch. Ja, der Bomber macht auf jeden Fall hier die Pipe-Steam kaputt, ist ja klar. Wie gesagt, ich darf keinen Fehler machen mit Grimm, ne? Aufpassen. Okay. Oh, das sieht aber gerade nicht schön aus hier. Gefixt. Sah doof aus im Mikro. Ja, weil ich sehe nicht so oft benutzen. Ja, was machen wir jetzt? Grimm. Leute, Grimm. Looks grim. Hier ein bisschen rumnerven, ja, ne? Ja, Jugger hat halt nur diesen einen Jäger. Ist doch viel zu einfach! Was? Alter, was ist das? Ist doch viel zu einfach, der Scheiß. Das kann nicht denen ernst sein. Wenn das die Parallele zu Great Seabelt ist, dann fress ich im Besen. Ich zeig euch mal was Lustiges, weil ich es euch noch nicht gezeigt habe hier. Bei den Kreuzer. Oh, mal kurz gucken. Kein Fehler mal mit Grimm. Grimm muss besonders vorsichtig spielen, aber es passt. Flop, flop. Jetzt haben die keinen Sprit verbraucht. Tja, was machen wir mit den Jägern? Was machen wir mit denen? Weiß ehrlich gesagt nicht. Mal einen behalten für die Affen hier. Der hat ja nix. Der ist doch viel zu einfach. Oh, ich kotze, ey. Das ist doch keine Herausforderung, der Quatsch hier. Kein Wunder, dass ich Grimm nehme, wenn man eh nicht gefordert wird im Spiel. Das ist ja für ein lächerlicher Dreck. Sorry, es triggert mich übel. Das kann ich nicht. Ich muss irgendwas übersehen haben. Das kann nicht so einfach sein. Wow. Okay. Hätte Max für den First Strike, ne? Ach komm, was soll der Geiz? Bumm. Bumm. Boom. Passt schon. Da unten schicke ich mal keinen. Ich hoffe, Max kriegt das irgendwie gedeichselt. Ich lasse mal einen Jäger noch hier. Ich lasse es mal. Das wird schon passen. Die selber haben keinen Flugzeugträger, komischerweise. Muss ja irgendwie hier die contesten, ne? Mit Grimm bitte keinen Fehler machen, danke. So. Mir ein Ladeboot, weiß ich auch nicht so wirklich, was damit anfangen soll. Das ist noch irgendwie ein Tief und Sinn. Hier können wir nicht anlegen, hier können wir nicht anlegen. Wir können ja nirgendwo anlegen. Was soll ich mit dem scheiß Ladeboot? Dieses Spiel, das macht mich fertig, Leute. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Komplett nutzlos. Naja. Kann zu Opfern nutzen oder so. Und hier können wir sogar... Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Wir können Heli abschießen. Der Flugzeugträger werden sie mit Sprit und Munition versorgt. Das ist übrigens beim Kreuz auch so, falls euer Heli keinen Sprit mehr hat. Transport oder Kampfheli. Kampfheli kann Munition mehr hat, Sprit mehr hat. Ah, das ist ja einfach. Der Flugzeugträger hat eine Flugeinheit an Bord, die ich einsetzen will. Pipelines kreuzen im Weg, müssen Lücke schaffen. Ach, Rachel. Das hast du aber schnell gemerkt. Flugzeugträger können auch Fernangriffe einsetzen gegen Flugeinheiten. Reichweite beträgt 3 bis 8 Felder. Max natürlich wieder weniger. Ah, ist okay. Ein Feld weniger. Bei der Range? Selbst Max hat einen guten Flugzeugträger, die kostet halt 30.000!
Benutze nur die Scheiße. Na, geht nicht. Ich bin nur Scrimfie Mörn, deswegen warte ich so lange. Quatsch. Bam, 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 bam. Ich hätte es übrigens stretchen können, sehr übel scheiße aus. Den Screen. Sie glauben tatsächlich, mit diesen Truppen beide Festungen zerstören zu können. Ihr habt da nix! Da ist da nix! Ah, ich freue mich so auf der Hard Mode, das ist ja ein Joke hier. Ich vernichte sie mit einem Schlag. Oh, jetzt kommt er wieder. Unbekannte Einheit registriert. Chaga ist echt der größte NPC. Nanu, du hast recht, einige Einheiten sehe ich zuerst mal. Normalerweise sind wir doch die, die neue Techniken erschaffen. Doch sie sind nicht geeignet, mich im Geringsten zu verunsichern. Komm, Chaga, die See soll ihnen zu fängen. Es wären ja normalerweise haben die, die Spezialeinheiten, die wir nicht kennen, jetzt mal umgekehrt. Schwarze Kapsel ebenfalls weiterentwickelt. Ach, das erfahre ich jetzt. Und die kackt wieder da runter, ne? Oh, die Kreuzer können jetzt angreifen? Kreuzer können jetzt Schiffe angreifen? What the fuck? Das ging Advance Wars 2 nicht, das habe ich vergessen. Oh mein Gott, Kreuzer sind besser geworden. Endlich. Wir waren komplett underpowered. Yes! Yes! Max! Oh, that's my boy! Das Blöde sind die Black Bombs, ne? Boom. Ja. Shit happens, ne? Kann sein, Exxon. Hä? Spielt er wie ein Orang-Utan? Baboon Brain? Wah! Zack ist gleich Geschichte. Ich verstehe es aber mit der Kacke hier wieder nicht. Wo schießt denn das runter? Oh Gott, guck mal, was die auf uns zukommt. Okay, ich wollte Schwierigkeit, da habe ich die Schwierigkeit. One-Shot! Grimm! The Man of the One-Shots. One-Shot King, that's me. One-Shot King Grim. Ba-da-da-bam. So, jetzt können wir die hier nämlich rausschleusen. Tarnkampfbomber gesaved. Ja. Geile Mart. Okay, die Artillerie zieht sich zurück, for whatever reason. Will ich den da durch? Ja, warum nicht? Schaden kann es nicht, ne, da durchzukommen. Und die Base da einzunehmen. Schaden kann es nicht. Ich hätte erst den Comtower einnehmen sollen. Naja, wie gesagt, nicht schlimm. Das Spiel ist eh zu einfach. Was die Kreuzer jetzt angreifen können, ist schon savage. Tja, wie machen wir das? Zwei Schlachtschiffe. Helis bleiben hier unten, würde ich sagen. Zuerst mal ein Jäger irgendwie baiten, zu uns zu kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, gehen wir mal ein bisschen zurück. Passt schon. Ja, oder? Nicht. Mit Grimm darfst du keinen einzigen Fehler machen. Das ist das Geile bei ihm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, hierhin geht der Jäger. Bloß nicht Zug beenden. Ja. Da geht er hin. Ja. Da gehen wir mal auf den Tauchgang, warum nicht? Holen den Kreuzer auch noch zur Verstärkung, warum nicht? Was machen wir jetzt mit den Kampfhelis? Battlecopter. Nur mit denen. Eine der besten CO-Themes. Komm schon. Grimm. Ich spiele nur wegen dem Theme. Gut, das U-Boot ist safe. Nein, ich spiele nicht nur wegen dem Theme, das ist witzig. Was machen wir jetzt? Mit Grimm darfst du halt keinen Gegenangriff in Kauf nehmen. Glück gehabt. Alles dreifach checken mit dem. Wir haben den Tarnkappenbomber jetzt. Das wird lustig. Nicht so eine. Könnte ich auch nur oben schicken. Wir müssen zusehen, dass wir das hier kaputt kriegen. Der Bomber muss. Der Bomber muss seines Amtes verhalten.
Oh, wir können. Stimmt, das gibt's ja. Das haben wir jetzt auch. 7500. Komischer, krummer Preis. Black Hole halt. Die Seeeinheiten sind immer noch zu overpriced. Seeeinheiten in Adventures sind trash. Viel zu teuer für das, was sie machen. Vergleichs mal mit Lufteinheiten. Preis-Leistung. Ich meine, was soll ich hier mit dem S-Boot? Na gut, ich kann die versorgen, ne? Okay. Das ist ein Argument. Jemand keine Munition oder Sprit mehr hat. Ja, okay. Jugger. Was? Ich mache erstmal ein Windows-Update. Okay. Kurzschluss. Ja, ANG. Whatever. Hat er ein bisschen Glück gehabt, ja. Schön für ihn. Ich beglückwünsche ihn von ganzem Herzen. Meine Gabe ist halt ein Joke. Na, Max? Geil. Gut Job. Schaffst du, ne, Max? Denn? Och Mensch, was soll das denn? Diese AI, ich... Oh, jetzt muss ich den Jäger nach oben schicken gleich. Wenn Max zu doof ist. Warum sind da oben überhaupt Bomber von Zack? Ich verstehe das Spiel nicht. Das Spiel ist übel seltsam. Brauchen wir hier den extra? Ja, brauchen wir, glaube ich. Brauchen, glaube ich, den Knuckle-Duster, Leute. Ja. Aus dem Weg! Ich stampf alles in Grund und Boden. Angriffswut. Geiles Vieh. Ja, wollen wir mal, ne? Seht ihr das, was ich sehe? Wie broken sind bitte Kreuzer geworden? Was haben die mit den Kreuzern gemacht? Endlich, unsere neue Waffe, Tarnkappenbomber. Gut, jetzt ist mein Bomber natürlich Schrott. Cool, danke, Spiel. Kannst du Bomben als auf Flugeinheiten relativ stark beschädigen? Relativ stark, so was heißen. Das war nicht alles. Die wichtigste Eigenschaft dieser Einheit kommt erst noch. Tarnkappenbomber können ihre Tarnung aktivieren, sie unsichtbar machen. Ich kotze im Strahl, so hast du wenig Schaden gemacht. Für fucking Grimm? Oh, hat Jugger jetzt so einen krassen Luckshot gehabt, der Wichser. Ein Team-Strategiespiel. Bei aktiver Tarnung sind sie vor Angriffen sicher. Bei aktiver Tarnung sind sie vor Angriffen sicher. Das erinnert mich an die Fähigkeit von U-Booten, auf den Tauchgang zu gehen. Genau so ist es, Jake. Nur Jäger und andere Tarnkappenbomber können sie bei aktiver Tarnung angreifen. Das ist overpowered. Aber die haben halt ganz schnell keinen Sprit mehr, deswegen habe ich das Blackboard auch gebaut. Auf jeden Fall, diesen beiden Einheiten sind sie vom Gegner sicher. Sicher ist sowas. Die Einheiten sind wir deutlich im Vorteil. Aber vergiss nicht, dass sie von Jägern attackiert werden können. Ja, der hat doch nur einen Jäger, oder? Ja. Es geht die Tarnkappenbomber geschickt einzusetzen, um die Festung zu zerstören. Ja, kriegen wir ein paar andere Probleme, Rachel. Was war das denn, ey? Ja, als ob die Kreuze so stark gebufft haben. Das macht mir ein bisschen Angst gerade. Mal machen, was folgt. Ich kann ja auch die Flugzeugträger zum Refillen nutzen. Wie viel Schaden würde es machen? Ich kenne mich mit den Tarnkappenbombern nicht so gut aus. Naja. Fick dich. Jugger, fick dich. Lächerlich. Hä, als ob die Kreuzer gewafft haben. Ich komme nicht drauf klar. Zählen mir auch nichts. Es war immer die schlechteste Einheit in Advance Wars. Ob die jetzt stark sind. Für mich der übelste Mindfuck, immerhin. Boah, sind die Tarnkappenbomber nicht so gut. Oh, das war ein guter Schuss. Ich bin gerade ein bisschen perplex. Grimm, du schwächelst. Ja, 10% Defense, Jugger, mit der Scheiße da, mit der Gabe. Trotzdem. Wach. Wach, Leute, das ist echt ein bisschen strange gerade. Ein bisschen perplex. Hä? Jugger Rang 46, der habe ich ordentlich gesuchtet. Wieso ist denn der jetzt so gut? Ich hatte einfach nur Pech, Leute. Hier lieber erst mit den Kreuzen angreifen. Oh, Grimm ist eh wieder der Meister des One-Shottens. Und hier greifen wir so an. Ach, Kinders.
Kann so viel Pech haben. Jetzt hasse ich das Spiel langsam. Wo ich es eigentlich liebe. Und jetzt will hier die Deckung vom Riff. Eigentlich notwendig. Jetzt haben wir den Jäger, ne? Jäger besiegt die Battlecopter. Sneaken uns hier langsam ran, damit wir die Artillerie wegkriegen. Na, jetzt kommst du, Affe. Weit genug, so gut ist Toast. Außer ich opfer den Jäger. Och, Kinders. Ach Mann, brauchen wir das U-Boot denn noch? Naja, Schlachtschiff kriegen wir auch anderweitig weg, dann opfer ich lieber den Jäger. Falls er überhaupt stirbt, das weiß ich gar nicht. Ja, aufpassen, ne? Grimm, der stirbt schnell. Die Einheiten sterben schnell, Grimm natürlich nicht. Ihr wisst, was ich meine. Oh geil, komm Tower, let's go. Let's go, komm Tower. Was war das denn, ey? Das war das Täuschendste, was ich je gesehen habe von Grimm. Warum war das jetzt so schwach? Ich verstehe es wirklich nicht. Naja. Mal gucken, dass wir die noch rausbekommen. Meine Bomber sind jetzt Geschichte. Danke, Spiel. Okay. Hat nicht gereicht, obwohl wir Grimm sind. Wahrscheinlich wegen Defense-Bonus. Na, Max, was geht? Ah, guck, das erste Geschütz ist weg. Sehr schön. Und er macht es immerhin intelligent genug, dass er nicht erwischt wird von Geschützen. Zack hat doch jetzt nur die Bomber und ja, das oben brauchen wir nicht mehr supporten. Frag mich, wie das im Hard Mode ist. Ich habe Angst. Wie schade macht das jetzt? Ja, zu wenig leider. Tschüss, Mann. Kann ich den reparieren oder soll ich den zum Mac schicken? Keine Ahnung, was ich damit mache, sag ich dir ganz ehrlich. Oh nee, jetzt kommen die Affengesichter. Ja, man merkt Grimms Schwächen wieder. Wie immer. Ich spiele ihn halt trotzdem, ne? Das ist halt witzig. Gut, hier haben wir jetzt die Tarnkappenbomber. Sehr geil. Mach mal auf hier den Laden. Ach komm, du nervst. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich will das einnehmen, den Quatsch. Weiß zwar nicht, was mir groß bringen mag. Brauchen wir die Artillerie da unten? Aber sonst brauchen wir die, ne? Vielleicht kommt da das Ladeboot ins Spiel. Mit dem Ladeboot sind wir ein bisschen schneller. So, Blackboat bewegt sich gleich. Schon überlegt, mit dem Kreuz anzugreifen, das machen wir aber nicht. Wir finishen den Trottel, oder? Andererseits will ich den auch nicht verlieren, den Jäger. Andererseits soll der Kreuzer ihn noch vernichten. Ja, weg mit dem Quatsch. Wie viel Schaden wird's machen? Der Gegenangriff, Leute, der tut weh. Machen wir es gleich mit dem Tarnkappenbomber. Das hat mehr Sinn. Macht mehr Sinn, hat mehr Erfolg. Könnt ihr jetzt joinen? Ich glaube, ich mach das, weil dann kriegen wir richtig viel Cash. Wie viel Geld haben wir? 11.000, jetzt achtet aufs Geld. 11.000. 20.500, joint die. Kriegt da richtig viel Geld. Sehr cool. 3 Damage. Wir können den Kreuzer angreifen, wie viel Schaden?
Kreuze sind endlich gut. Warum macht Advance Wars bei Web nicht die Kreuze von Dual Strike? Ist doch cool, wenn die gut sind. Wow. Kann ich angreifen mit Bombe? WTF? Oh, jetzt müssen wir hier unten irgendwie rumsnicken. Captivating, huh? Pipe Runner, ja, bringt nichts. Ja, bringt nichts in der Mission. Was machen wir jetzt mit dem Geld? Infanterie, scheiß drauf. Braucht das halt nicht. Braucht nichts drauf. Na, kommt wieder so ein G? Nee. Lol. Ja, die AI ist trotzdem dumm. Oh, das ist ganz Black Boards. Oh, ihr müsst das halt bezahlen, ne? Das ist halt das Witzige. Ja, Max, der schafft das. Der räumt auf. Nur eine Frage der Zeit, bis er sich uns anschließt. Beziehungsweise bis er sich Grimm anschließt. Ja, die haben die Feste auf jeden Fall improved. Was soll denn diese Bombe? Ich check das Spiel nicht. Ich check mal Advance Wars nicht. Boah. Ganz wichtig, zuerst kommt aber nicht den Fehler nochmal machen. Jetzt wird abgerechnet, Leute. 104. One-Shot. Der One-Shot-König kehrt zurück. Dann wollen wir mal. Ich muss mal. Der Kreuzer gegen Kreuzer Violence. Das ist einfach so neu für mich. Das ging halt in Advance Wars 2 nicht und im Reboot Camp. Scheiß Jugger, er hat gerade richtig viel Glück. Dumme RNG-Charaktere in einem Strategiespiel, was soll das? Können Tarnkappenbombe nach oben schicken, aber why? Why? So, und jetzt behold the power. Kein Gegenangriff, Leute. Das ist der Tarnkappenbombe. Schön, ne? Ich mag ihn auch. Okay. Die Range müssen wir leider respektieren. Weißt du, was passiert, wenn der oben jetzt einen Köttel runterlässt? Lass mal schauen. Kannst du das angreifen, wie oben Max? Ne. Ja, weiß nicht, der Jäger. Soll der Jäger noch groß machen, ne? Na, ich lasse ihn trotzdem mal da. Als Ablenkung oder so. Keine Ahnung. Halt ein bisschen was blockieren. Da muss echt aufpassen mit Grimm, ne? Ich könnte jetzt joinen für Geld, aber bald den Flugzeugdreher erstmal. War ich ganz nette Einheiten. Solange man die nicht bezahlen muss. Panmei Flugzeugdreher ist die teuerste Einheit im Spiel. Kostet, glaube ich, 36.000. Komplett insane. Ja, hier reparieren. Jetzt mache ich das auch mal. Tschick. Fühle ich mich genauso cool wie die. Kann man noch so einen Quatsch kaufen? Ich meine, was soll ich sonst kaufen, ne? Ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Schlachtschiff wäre eigentlich geil, ne? Aber so teuer. Ich glaube, wir brauchen Schlachtschiffe, Leute. Entweder die Bombe befreien oder Schlachtschiff kaufen. Ich spare für ein Schlachtschiff, ausnahmsweise. Macht man nicht, wie gesagt, die Einheiten sind kacke. Ausnahmsweise. Die könnte ich hier ausladen. Ja gut. Wir haben hier noch eine Bewandtnis. Probieren wir es. Mit Grimm transportieren, Einheiten transportieren ist immer so eine Sache. Weil die Transporte natürlich schnell kaputt gehen. Weil Grimm, ne? So aufpassen. Okay. Seltsame Map, ich finde die zu einfach, das stimmt irgendwas nicht. Habe ich schon 100 Mal gesagt, ja, schön. Ach, Jugger, du bist ein lustiger Roboter. Mit Krawatte. Mit Krawatte, wie Donkey Kong. Wie viel Schaden hat... Wird wenig Schaden gemacht, alles gut. Ich dachte schon.
schon Schiss. So, jetzt mit Angie wieder auf Trumpf. Kacke, die haben keinen Sprit mehr. Max, mach keinen Scheiß jetzt. Oh nee, mach keinen Scheiß jetzt, Max. Ich schick den Jäger hoch. Als Spritversorger. Ich schick den Jäger hoch. Oh je, dieser Tarnkappenbomber hat fast keinen Sprit mehr. Ja, guck mal da oben hin. Das gefällt mir nicht. Wenn Max. Das ist der Schwachpunkt dieser Flugzeuge. Wenn die Tarnung aktiv ist, verbrauchen sie 8 einen Sprit am Tag. Müssen sie also regelmäßig mit Flugzeugträgern versorgen. Ja, oder mit Blackboard. Das wird natürlich wieder verschwiegen. Danke, Advanced Wars Dual Strike. Genau wie das U-Boot. Das wird gleich auch sinken, leider. Aber One-Shot. Der One-Shot-König ist back. Na gut, dann mach so einen Flugzeugträger, wenn es dir so wichtig ist. Für die anderen jetzt hier rauskriegen. Komm an. Kriegen wir vielleicht wieder die Gabe voll? Cool wär's. Probieren wir's. Das wäre ja richtig Premium, wenn wir die voll kriegen. Kann ich aber nicht versprechen, leider. Oh, die haben so schnell kein. Ah, Tarnkappendinger. Das sind mir die richtigen Leute. Das brauche ich gerade gar nicht. Ja, nur so. Katsching, katsching. Ja, mit Truppentransportfahren kannst du die natürlich auch versorgen. Ganz ehrlich, den schicke ich jetzt hoch zu Max. Da, kannst du joinen, hast wieder Sprit. Das ist der Gedanke dahinter. Hey, diese Blackboards hier kaputt zu machen, das bringt doch auch nichts, oder? Jagger anzugreifen, während er System Crash hat. Na, ich probiere es, Glück gehabt. Kann halt alles passieren, ne? Wundertüte. Na, wird keine Gabe, na gut, mal was folgt. Tschüss. Tschüss. Ja, wir sind hier Free Rain. Sonst keine großen Sorgen und Gedanken mehr machen. Allein nicht gereicht, dachte ich mir. Naja. So, Schlachtschiff. Bam. Einverkauft. Der Colin ist vielleicht auch nicht schlecht für die Mission. Macht zwar wenig Schaden, aber kriegst halt schnell die Schlachtschiffe raus, ne? That's for sure. Kriegst du schnell die Schlachtschiffe raus. Ruhig bleiben, warum nicht? Haben wir alles? Ja. Schön. Ja, ich hätte nur Infanterie bauen können. Naja. Nice try, Jagger. Man hat übrigens mehr Glück, wenn man volle Einheiten hat. Da der Kreuzer sehr geschwächt ist, ist das Glück ihm nicht treu. Mann, wie fliegt Max denn? Er ist so verschwenderisch mit dem Treibstoff, dieser Idiot. Er hat die eine Kanone vergessen. Och, Max, du bist so ein Lappenkopf, ey. Naja. AI, ne? Die AI im Real Life, so wäre wie in Advance Wars, würde die AI niemals was können. Aber leider ist die AI heutzutage besser geworden. Chat-GPT und sowas. Ja, ist aber extra leider. Ich bin kein Fangirl davon. Cool. Aber von Grimm bin ich ein Fangirl. Bam. One-Shot. Gut, hier sieht es natürlich düster aus mit den Tarnkappenbomber. Blackboard ist echt besser. Ja, guck, da ist es doch. Ja, volle Muni und Angriff. Hey, was ist das denn? Können sie nicht beschädigen? Oh, shit. Das ist der Trick bei der Mission, dass Max erst gewinnen muss. Wir haben richtig Dampf gemacht, oder? Das hat nichts gemacht. Das ist verdächtig. Jess, denkst du das nicht auch? Genau. Black Hole setzt ein Schutzschild ein, so nennt man das. Ein Schutzschild? Eine Panzerung. Und kann unsere Feuerkraft zu wenig Wirkung zeigen. Ja, du bist da oben, Max. Solange das Schutzschild aktiv ist, selbst ein Megapanzer macht los. Ja, wie soll der Megapanzer reinkommen? Oh, diese Dialoge manchmal, ne? Die machen mich fertig. Du hast keinen Weg, die Festung zu zerstören. Auch ein Schutzschild hat bestimmt eine Schwachstelle.
benötigt viel Energie, um die gesamte Festung vor Angriffen zu schützen. Die Energie muss ja von irgendwo kommen. Ja, von oben. Keine Energiewelle. Gut, ich werde in die Richtung Nachforschung anstellen. Ja, mach das mal. Ob das was schon mal gehabt haben, den Dialog jetzt. Ja, komm. Refill, please. Und der Saftladen ist offen. Let's go. Zack. Noch ein Tarnkappenbomber. Bringen schon mal die Helikopter in Position, die starken Grimm-Helikopter. Ja, ich betone das immer so, sorry. Ist halt ein krasser Charakter. Wir können natürlich auch alle Gegner besiegen, fällt mir gerade auf. Oh, fuck, das war ein Fehler. Naja, können wir gleich versorgen, I guess. Das U-Boot muss auch refilled werden, ich will nicht, dass es stirbt. Das U-Boot kann sich um die Blackboards kümmern, das ist ja das Schöne. Boah, die Infanterie und sind froh. Zack. Mehr brauche ich nicht. Max, bitte. Ah, es kommt der Roboter. Mhm. Der liebe Jagger. So, Max, jetzt bitte. Du Idiot, was soll denn der Scheiß? Es verliert aber keinen Sprit mehr. Wie blöd willst du sein, AI? Ja. Hören wir mal zu, ich habe die Energiequelle aufgespürt. Wirklich? Ich stehe fest, dass eine große Energie von der schwarzen Kapsel ausgeht. Oh, wer hätte es gedacht? Das hat was mit Max zu tun, oben. Da vermute ich, dass die fliegende Festung ein Schutzschild aufrecht erhält. Das heißt also, wir stoppen die Energie zuvor. Und dann können wir die Festung unten angreifen. Gut, wie machen wir das? Ja, indem du vernünftig spielst, Max. Jetzt sehen die fliegende Festung in der Serie vor Angriffen. Und dann können wir auch die Festung mehr zerstören. Oh, ich will hier echt einen hochzuschicken, damit es schneller geht. So was wie Sneak und Zielen. Können dann Flak und Missiles kaputt machen. Ja. Haben wir einen Plan. Nur mal aufpassen, ne? Grimm nimmt zwar auch nur so viel Schaden wie alle anderen Chars. Von diesen Dingern, aber ja. Ist halt gescriptet, dass man da 3 Schaden nimmt. Ja. Tschüss. One Shot. Bleib halt jetzt hier drin. So, die laden wir hier aus. Cool. Nimm das ein, mehr Cash für die Tash. Cool. Kann hier noch mitfahren, bam. Der ist jetzt in Range, kann direkt hier weiterfahren, geil. Gute Transportchains. Da freut man sich doch. Tja, können wir hier noch mehr befreien? Der Bomber hat auch kein Dings mehr, ne? Gut, wir fällen mal ihn. Probier es mal mit Gemütlichkeit. One-Shot. 40. Na gut. Schick die jetzt hoch. Max, come on. War mir jetzt nicht schwach. 1. Ach so, man kann die doch kaputt machen. Dauert nur dann ewig. Okay. Ja, gut. Aber hier auch einen Schaden. Besser als nichts. So, meine Lieben, jetzt haben wir's. Bam, bam. Zack, zack. Jetzt wird abgerechnet. Oh Gott, mein Positioning. Ich habe das so gut gespielt, die Mission. Keinen einzigen Fehler gemacht. Nur die Kreuzer ein bisschen unterschätzt, gebe ich zu. Aber wir können nicht weitermachen, weil Max zu dumm ist. Komm nicht weiter mit Grimm. It looks grim right now. Seid so cringe mit den Blackboards. Max, Junge. Oh mein Gott, die haben gleich keinen Sprit mehr. Aber ich glaube, nächste Runde hat das. Eine Runde noch quälen. Können wir uns ja schon mal in Position bringen. Dass wir es direkt kaputt kriegen mit Grimm. Jetzt will ich Shots vernünftig, ja. Sehr gut. Ah, warte mal. Das ging noch besser hin, oder? Natürlich ging das besser hin. So, du kommst raus. Du kommst raus. Gleich wird so abgerechnet. Jesus Christ. Ich will natürlich auf die Missiles aufpassen. Ja, Missiles, Meme-Einheit, trotzdem. Ah. Ja, kleinen Blindspot.
Kann natürlich auch die Missiles kaputt machen. Das geht natürlich auch. Ich liebe diesen Charakter irgendwie. Ob ich den Radmod auch spielen werde, ich denke ja nicht. Ja, wir werden es sehen. Oh, Blackboard hat kein Dings mehr, das ist nicht gut. Aber ich war schon hier aus Regeln. Das war so. Katsching. Dass man so Transport-Chains hat, ne? Ach, guck mal. Guess what? Grimm hat's wieder. Kein Geld für Battleship. Sondern nicht. Ja, man nimmt, was man kriegen kann, Leute. Guck mal, jetzt kann ich den ausladen. Ah, das ist nicht in Range. Sehr gut. Das war grimm. Und gleich haben wir Dual Strike. Wir haben gleich gewonnen, Leute. Nächste Runde ist letzte Runde. Nur ein Kurzschluss. Herzlichen Glückwunsch, Jagger. Wir haben zwei Einheiten. Ja, was passiert, wenn wir jetzt alle Einheiten zerstören? Das interessiert mich wirklich. Ja, im ersten Flugzeug von Max ist schon kaputt. Aber er hat es geschafft. Betriebsausfall der schwarzen Kapsel. Russische Hacker haben das gehackt. Schutzschild FSO inaktiv, Windows-Absturz. Oh, dieser Verlust schmerzt sehr. Jetzt sind die Minischütze den Angriffen des Falls ausgesetzt. Und noch können wir nie abwenden. Ja, die haben hier vor Ort statt gewonnen, wir wissen's, Rachel. Oh, jetzt gibt's hart auf die Fresse! Oh, shit! Aus dem Weg! Ich schaff alles in grunden Boden! Ja, was passiert jetzt, wenn man alle Einheiten von Jagger zerstört? Ich will's echt herausfinden, ob man da auch gewinnt oder ob man echt die Kanonen zerstören muss. In Advance Wars 2 musst du auch die Kanonen zerstören. Gucken wir mal. Geld für ein Schlachtschiff, geiler geht's nicht. Ja. Muss ja nicht aufpassen, wo ich hingehe. Ich spiele ja nicht gegen Kenny. Die blöde Kuh mit den Städten. Muss halt echt aufpassen, ne? Ja, die brauche ich nicht bewegen, come on. Ach, Zeitverschwendung. Part schon lang genug. Bam. Bam. Der One-Shot-König Grimm. Er schlägt wieder zu. Bam. Alles weg. Alles weg. Brauche nicht unbedingt Tarnen. Das ist cringe. So, jetzt will ich wissen, was passiert, wenn man die Einheiten besiegt, aber erstmal. Ja, über zu Max. Maxchen. Gute alte Rohrding. Mit Schwächen können wir den Scheiß, ja. Nur zugreift an, ich mach Kleinholz aus euch. Und? An den. Haben wir uns verdient, ne? Gibt ja keinen Himmel mehr. Für einen besseren Score. Tja, was passiert jetzt? Finden wir es raus. Ja, man merkt, Max ist nicht grimm. Wir müssen alle Dinger zerstören, wie schon vermutet. Ist voll blöd, dass man die Städte nicht erobern kann. Naja. Juckt. Max, ich weiß, du hast Ferneinheiten, aber da musst du jetzt durch. Komplett dominiert. Das war eine Meisterleistung. Macht's nach. Mit Grimm. Geschafft. Die Festung mehr ist nicht mehr. Mach halt einen auf Goethe. Weiter zur Rotfelswüste. Dank der neuen Einheit haben wir jetzt ein leichtes Spiel. Das war auch echt broken. Guck mal, wie viel Tarnkappenbomber du bekommen hast. For free. So teuer Einheiten. Übermut und Leichtsinn sind gefährlich.
Wie sagst du das, Jess? Black Hole hat unsere neuen Waffen im Einsatz gesehen. Sie werden unsere Ideen kopieren und selber die gleichen Fähigkeiten haben. Wie du mir, so ich dir, ne? Haben wir auch oft genug gemacht. Sie hat recht. Es soll auch vorausgehen, dass die bald die gleichen Fähigkeiten haben. Mist. Nimm dir kein Ende mit denen, echter Teufelskreis. Um den Teufelskreis zu durchbrechen, müssen wir weiterkämpfen. Wir sollten uns beeilen. Auf zum Rotfels. Zur Rotfelswüste. Ja, also wenn das jetzt kein Erstrang war, dann weiß ich auch nicht, wie man den kriegt. Ah, leider kein Level Up. Ich hoffe, im Hardmode kriegt man doppelt Punkte, wie beim Reboot Camp im Hardmode. Oh, Stärke. Lass dich wohl, ihr könnt mich besiegen? Eigentlich dachte ich das, weil du grimm bist. Na gut, Zack und Jagger sind ja noch nicht die besten Chars. Ich warte, bis Grimm da oben erscheint. Top 3. Das wäre witzig. Oh nee, Canyon Catch. Das heißt, wir dürfen niemals den Zug gegen auf der Straße beenden. Also selbst Cat kriegt 15% Firepower auf eine. Hab ich Straße gesagt? Stadt meine ich. Vor allen Dingen Straße neben Stadt, das ist ganz gefährlich. Naja. Dann noch, falls euch dieser epische Part gefallen hat, Grimm Action Deluxe. Das war awesome. Und Jagger hat rumgelackt wie ein Stück Scheiße, aber okay. Vielleicht wurden Kreuze echt krass gebufft. Ja, die waren in Advance noch 2 absolut garbage und eine 1 auch. Naja. Kreuze haben mich überrascht, aber gut. Dann noch, bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure. Hier, ich habe keinen Bock auf den nächsten Part. Kennen kommt. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!